So, willkommen zurück zu Minecraft TFC und wie in der letzten Folge angekündigt, angedroht, was auch immer, habe ich mich schon mal auf den Weg zurück gemacht, da ich euch den Laufweg dann doch ersparen wollte. So, können wir hier mal zum Gemüse schmeißen wir noch mal ein bisschen Fleisch. Haben wir schon irgendwie eine Kiste, wo wir das... Guck mal, das können wir eigentlich auch mit hier reinschmeißen. Da ich noch nicht so wirklich weiß, wie wir das hier mit dem Anbau managen werden. Zumindest haben wir genug Setzlinge, Samen. Da haben wir noch ein paar Gussformen. Okay. B -b -b -b. Garlic, Squash, Carrot, Rice, Soja, Cabbage, Green, bla. Okay. Haben wir noch irgendwas? Hier haben wir noch so ein bisschen von dem Bismuthinit. Ich habe immer noch nicht gegoogelt, was es damit auf sich hat. 10 Einheiten, ja. Können wir uns toll was von kaufen. Native Platinum Nuggets. Ach so, apropos. Wir hatten ja hier... Aber warte, die können wir jetzt erstmal wieder abstellen. Und da... haben wir denn hier drin? Das kann auch mal in unsere Fressalienkiste. Fressalien. So, ein bisschen Mais. Na gut, dann setzen wir da nochmal eine Reihe runter, dann passt da ein bisschen mehr. Zack, zack, zack. Das dahin. Die Möhre mal dahin, die Pilze da runter. Okay, Kohlkopf haben wir auf jeden Fall genug. Da haben wir die komischen Chili-Dinger. Ich weiß halt immer noch nicht, ob die irgendwann vergammeln oder weniger werden oder... Da haben wir noch ein bisschen Mais. Aber das hält sich auf jeden Fall ja schon eine Weile, wenn man bedenkt, wie lange wir das Zeug schon haben. So, da können wir das reinpacken. Dann ist die jetzt leer. Okay. Gut, dann gucken wir mal hier unten. Das, das. Was haben wir denn da? Die Sichel. Der Meißel. Die Hoe. Ach guck mal, da haben wir noch so ein merkwürdiges Erz, von dem wir auch noch nicht wissen, was das ist. Das kann auch mal da rein. Wolle. Wolle schmeißen wir auch mal hier mit rein. Kann das Leder hier auch mit hin. Basalt, Sand. Sand schmeißen wir auch hier mit rein. Zack. So. Das Leder. Damit sieht die Tasche schon mal wieder ein bisschen aufgeräumter aus. Aber für alle Fälle nehmen wir jetzt mal eben das Schwertding. Ach, da ist halt Erz drin, aber ist jetzt nicht verbrannt, ne? Dann können wir ja eigentlich zwei. Drei, die nehmen wir auch mal mit. Dann nehmen wir mal das Zeug hier. Das kommt in eine Wessel. Da ich keine Ahnung habe, was das für ein Gedöns ist, wo haben wir denn? Haben wir noch irgendwo Clay? Da. Dann können wir noch mal eben die beiden machen. Okay, also das Zeugs brauchen wir auch, das brauchen wir auch. Dann backen wir uns jetzt nämlich hier noch mal ein bisschen was. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wir haben gerade irgendwas eingesammelt, ne? Ach so, das war nur der Erdblock. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Haben wir noch ein Feuerzeug? Haben wir nicht. Wo auch immer wir das verloren haben. So, damit haben wir auch schon mal direkt ein bisschen Beleuchtung hier. Wie sieht es denn hier aus? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Wie war das? Auf N? Harvesten können wir das noch nicht. Das ist noch nicht reif. Okay. Da weiß ich nicht, wie man es harvestet. Dann nehmen wir noch mal ein paar Bäumchen mit. Ein bisschen Holz kann nie schaden. Wir können sowieso mal langsam anfangen, so einen Kohleofen. Also hier so eine. Nein, nicht Kohleofen. Ach, ihr wisst, was ich meine. Ne? Hier diese Dinger zum Holzkohle machen. Zu bauen. Aber da braucht man eine Menge Holz für. Wie war das denn nochmal? Quasi so ein 3x3 Feld mit einem Dings da in der Mitte, ne? Mit einem Lagerfeuer, oder irre ich mich jetzt? Können wir gleich schon mal das Loch ausheben. Ach, guck mal, hier, das könnten wir eigentlich benutzen, wenn es nicht voller Wasser wäre. So, was haben wir da hinten? Ach, da hatte ich, glaube ich, nochmal irgendeine. Ach, das war ein scheiß Lager. Gut, wir heben hier mal unsere Grube aus. Kommt noch ein tiefer, ja, ne? Den hier weg. Und den hier weg. Gut, dann können wir da nämlich schon mal das Lagerfeuer drin abfackeln. 1, 2, 3. Och, leck mich. Sehr schön. Dann kann das jetzt nämlich mal eben ausheizen. Das soll ja noch nicht an sein, aber wir haben hier ein bisschen Licht in der Gegend. Ja, noch ist nicht allzu viel Spannendes passiert hier in TFC. Aber wir haben schon zumindest ein bisschen was geschafft. Wir haben ein bisschen Erz auf Halde, wir haben ein bisschen Nahrungsmittel, wir haben ein paar Felder. Wir wissen, dass in nördliche Richtung so mal überhaupt nichts kommt, was uns hilft. Na gut, so kann man es auch nicht sagen, aber zumindest nichts, was wir jetzt im Moment brauchen könnten. Wir sollten uns gleich mal hier das Schnitzel nochmal zu Gemüte führen. Ja. Dann hauen wir uns nochmal hier lecker wild rein. Wir ernähren uns im Moment wieder sehr ausgewogen. Fleisch. Auf dem ganzen Rückweg bzw. auf der Reise haben wir uns ja eigentlich auch nur von Fleisch ernährt. Das stimmt eigentlich gar nicht. Ein bisschen Gemüse haben wir zwischendurch auch gegessen, ne? Da kommen wir hier die Nachtschattengewächse aus dem Gebälk hauen. Gleich mal gucken, wie weit unser Feuer in der Hütte ist, denn wir wollen ja nicht, dass da wieder irgendwas schief geht. Der braucht noch einen Augenblick, gut. Was sagt unser Holzvorrat? Da können wir schon mal ein bisschen was mit machen, wenn das Lagerfeuer aus ist. Okay. Ups. Na, guck mal, geht doch so. Gut. Das kommt da rein. Hier kommen die. Dann haben wir schon mal einen Teil erledigt. Ich hoffe, das ist überhaupt noch so, wie ich es vom letzten Mal her kenne. Und rein damit. Weil dann müssen wir das jetzt quasi auffüllen. Wie war das denn nochmal? Eine Reihe, da drauf noch eine Reihe. Ja, müssen wir mal gucken. Kriegen wir irgendwie hin.
Nehmen wir hier nochmal so ein Bäumchen auseinander. Zwischendurch immer mal wieder nach unserem Lagerfeuer gucken. Ist die Frage, ob wir uns hier ein Hintertürchen einbauen sollen, damit wir nicht immer ums Haus herumgehen müssen. Aber jetzt nehmen wir erstmal nochmal so zwei, drei Bäume auseinander hier. So wirklich viel Holz spucken die jetzt allerdings auch nicht aus, ne? Jetzt mal eben gucken, wir haben jetzt 21. Ja, ich weiß, ich könnte jetzt auch hochgucken, wie viel so ein Baum bringt, aber es werden höchstens so 6 oder 7 sein, glaube ich. Oh. Das war direkt. Ach so, ach, der hat direkt einen zweiten Baum mit abgerissen, ich wollte schon sagen. Aber dann können wir ein bisschen die Holzkohleproduktion in Angriff nehmen. Aber erst gucken wir wieder nach unserem Feuer. Gut, ist noch da. Dann hauen wir uns mal kurz ein Stück Schnitzel rein. Und trinken nochmal eben einen Schluck. Aber damit wir das auch nicht vergessen. Wieder auffüllen. Aber das mit den Fackeln finde ich so ein bisschen. Ne? Gibt es hier irgendwann die Möglichkeit, sowas wie permanente Lichtquellen zu bauen? Das wäre nämlich echt nice. Weil wenn ich jedes Mal hier Fackeln neu setzen muss, weil es bei uns im Haus dunkel wird, dann wird uns das eine Menge Fackeln kosten. Ich muss mal schauen. Ich hoffe, dass das mit dem Ton jetzt mittlerweile alles geklappt hat. Ich weiß jetzt gerade nicht zu dem Zeitpunkt, was ich hier aufnehme, wie viele Folgen ich fertig habe, weil das Problem ist, dass bei einer Folge definitiv die Tonspur unwiederbringlich im Eimer war. Das müsste so theoretisch Folge 3 gewesen sein und das hier müsste so etwa Folge 10 sein. Ich hoffe, dass danach alles in Ordnung war mit dem Ton. Gute Flitzpiepe hatte mich darauf hingewiesen, ich sollte meine Folgen vielleicht zumindest mal durchspulen, nachdem ich sie hochgeladen habe. Denn ich hatte die hochgeladen auf YouTube, irgendwas stimmte da nicht. Und das Problem war, ich hatte die Rohdatei nicht mehr. So, ne? Und das war dann natürlich schon mal taktisch gänzlich unklug. So. 610 Bismut, 300 Kupfer, okay. Wir machen auf jeden Fall mal die Sichel. Dann brauchen wir. Puh. Dann brauchen wir. Wir nehmen das Schwert auf jeden Fall. Prospectors Pick. Pick. Wir nehmen mal den Meißel. Einfach weil wir es können. Kann ich jetzt die Dinger eigentlich auch aus dem Bismut machen? Mal gucken. Nö, macht da nicht. Gut. Ja. Das war total effektiv. Wahrscheinlich war das jetzt total verschwendet und ich kriege das Zeug nie wieder. Deswegen füllen wir uns jetzt einfach hier ein paar Gussformen damit. So, wäre schön, wenn das irgendwie ein paar Töne machen würde, hm? Dann können wir uns zumindest ein paar Regenbogen-Erzbarren an die Wand nageln. Ich weiß nicht, ob ich das Bismut nicht später irgendwie für eine Legierung brauche. Und, ja. Ist jetzt natürlich doof. Jetzt müssen wir hier für 10 Einheiten müssen wir so ein Dingsi verballern. Haben wir noch Bismut? Ne, das war alles, ne? Okay. Gut. Oh, was ist das denn? Was habe ich denn jetzt gemacht? Ah, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was der macht. Passiert da irgendwas? Oh, was passiert, wenn ich das hier mitmache? Kann ich da jetzt so ein... Ah, okay, ich könnte das jetzt hier raus auch noch gießen.
Jetzt habe ich mich schon erschrocken. Ne? Gehen wir noch ein bisschen Holz fällen. Und wo kommt der denn her? Den will ich aber nicht direkt vor der Tür haben. Der bettelt ja quasi darum, dass ich ihn wieder auseinandernehme. So. Ist ein bisschen voll, ne? Tasche voll. Dann kann man die hier mal reinschmeißen. Die ist ungenutzt. Die auch und die auch. So. Ja, unsere kleinen Felder da unten wachsen und gedeihen, hätte ich beinahe gesagt. Riege schon mal fertig. Ist natürlich die Frage. Kann ich die schon? Ja. Okay, das ist die Sichel, der Meißel und das Schwert. Was ist das denn? Ah ja, sieht doch gut aus. Ich glaube, das Texture Pack hat für das Schwert kein Dings. Gut, wir halten es mal in Reserve. Eventuell deaktiviere ich dann einfach das Texture Pack. Aber der Meißel, so. Den nageln wir jetzt erstmal hier an die Wand. Den brauchen wir im Moment nicht. Ach, wie süß. Die nehmen wir mal mit. Da können wir uns jetzt nämlich schon mal ein bisschen... funktioniert. Hier nehmen wir jetzt schon mal ein paar Bäume auseinander, mit der Sichel wird das schon mal ein bisschen leichter. Hier werden die Bäume fällen, dann können wir nämlich ein paar Stickies farmen und ein paar Setzlinge. Hier. Funktioniert doch eigentlich ganz gut. Wir haben jetzt schon 6 Setzlinge. So, und wenn ich mir die so angucke, die werden noch ein bisschen halten. Stickies kriegen wir dadurch auch. Ach komm, die beiden kleinen hier nehmen wir noch auseinander. Na gut, die 3. Sie sichern bald schon wieder im Eimer, aber... Was sagt denn der Sticky-Vorrat? Stickies haben wir jetzt genug. Die Bäume bolzen wir irgendwann mal nieder. Und ja. Was sagt ihr denn? Seid ihr jetzt abgekühlt? Oh, man kriegt die Dinger doch wieder. Ich dachte, die wären... Ah, okay. Nicht jedes Mal. Gut. Damit hätten wir aber so ein paar von den Förmchen nochmal wieder. Eins ist, glaube ich, zu Bruch gegangen. Können wir die nämlich hier hinten stapeln. Oh, wenn ich nicht gerade ins einzige Erdloch falle. Oh, das sieht doch hübsch aus. Wessel, Knochen, Stickies, Fleisch. Wir hauen uns nochmal so ein bisschen Fleisch rein. Damit können wir die Folge eigentlich auch erstmal schon mal wieder beenden. Wir haben massiv was geschafft in dieser Runde. Mal gucken, ob ich fürs nächste Mal quasi das Texture Pack deaktiviere. Muss ich mir mal anschauen. Bis dahin, haltet die Ohren steif. Macht's gut.